Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute ist der 11.10.2019. Ich bin noch hundemüde, bin auch noch in meinem Schlaf-T-Shirt. Ich gehe dann duschen um 10, wenn die Volkshilfe kommt, und dann bin ich hoffentlich etwas munterer. Es ist gerade kurz vor 9. Und ich wollte ja eigentlich nur kurz von meiner Woche berichten, da schon wieder Freitag ist. Ich habe ja alle meine Termine abgesagt, weil ich mich krank fühle, und das ist jetzt ein bisschen besser. Ich habe Antibiotika genommen die ganze Woche und musste noch 3 Tage länger nehmen, also bis morgen, weil die Keime in der Blase noch immer nicht besser waren. Ich hatte 500 Leukozyten, das heißt, es waren ganz schöne Entzündungszeichen im Blut, also im Urin und im Blut. Und das wird aber jetzt langsam besser. Da sollte der nächste Kathetertausch auch nicht so wehtun. Gut, dass wir es noch frühzeitig entdeckt haben. Der nächste Kathetertausch ist am Montag. Ich freue mich nicht besonders drauf, aber das wisst ihr schon, dass ich das nicht mag. Weil es halt immer weh tut. Immer etwas, aber auch am meisten, wenn die Blase entzündet ist. Aber da ich meine Blase nicht spüre, außer wenn man dran herum manipuliert, merke ich halt keine Blasenentzündungen mehr. Ich merke es dann nur, wenn es Katheterwechseln wehtut. Und ja, ich war die ganze Woche zu Hause. Mir ging es auch echt nicht gut. Ich bin auch immer total müde und fertig und abgeschlagen vom Antibiotika. Einen Tag hatte ich, da ging es mir ganz, ganz schlecht vom Antibiotika, weil mir den ganzen Tag schwindelig war und ich das Antibiotika jetzt zum Schluss nicht mehr wirklich gut vertragen habe. Schlägt mir auch ein bisschen auf den Magen. Stimmungsmäßig geht so halbwegs, ist aber auch nicht besonders. Ich hätte vielleicht Kerstin Termin nicht absagen sollen, aber von den Gliederschmerzen her hätte ich es auch nicht geschafft. Ja. Ich habe vorgestern meine Cremes nicht aufgetragen. Und das Ergebnis sieht man hier. Wieder ein neuer Pickel. Weil ich einen Tag nicht gecremt habe. Und ja. Da merkt man schon einen Unterschied. Der Rest ist nur noch gerötet, habe ich aber auch schon mal gesagt. Es dauert ein paar Wochen, bis so Rötungen weggehen. Und ja, meine Stimmung ist halt nicht die beste, aber es war schon schlimmer. Ich merke, dass ich, wenn ich wenig Zucker habe, dass ich in der Früh mir schwer tue mit Aufstehen, einen Tag organisieren und so weiter. Und sobald ich mehr Zucker habe, habe ich auch mehr Energie. Und wenn er dann wieder fällt, wird die Stimmung wieder schlechter. Aber ich habe momentan extrem hohen Zucker. Zwar nicht in der Früh, aber tagsüber, weil das Antibiotika auch den Zucker durcheinander bringt, nicht nur Cortison, sondern auch Antibiotika wirkt sich auf den Zucker aus. Und das ist halt jetzt so ständiges Schwanken zwischen, naja, es geht und nicht so toll. Und ja, ich hatte jetzt große Angst, dass ich wieder eine Lungenentzündung bekomme, weil ich einige Tage gehustet habe. Aber das ist jetzt wieder besser.
Ich weiß nicht, ob das noch was wird, aber ich hoffe nicht. Ja. Im Großen und Ganzen gibt es nicht viel Neues. Es hat sich die Woche auch nichts getan. Nächste Woche am Samstag möchte ich mit Sonja nach Wien fahren, wenn es nicht zu arschkalt ist und es mir besser geht und ich auch ein bisschen Geld habe. Was sich jetzt mehrfach geändert hat. Ich weiß noch nicht, wie viel Geld ich habe für die Ausfahrt, aber ja, es sieht ganz gut aus, dass es ausgeht. Oh. Ich habe Kopfweh. Und bin überhaupt nicht ausgeschlafen, weil ich erst um 11 abgedreht habe. Oder kurz vor 11. Und jetzt schon wieder wach bin. Oh, um 9 hätte ich sowieso spätestens aufstehen müssen. Also macht das auch nichts. Meine Mutter ist schon einkaufen gefahren. Ja. Das war mein kurzes Update. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines. Bis bald.